Olli und das Flussabenteuer. In einem ruhigen Tal, durch das ein klarer, plätschernder Fluss floss, lebte ein kleiner Otter namens Olli. Olli war bekannt für seine Neugier und seine Liebe zur Erkundung. Eines Morgens, als die Sonne gerade über den Horizont stieg und die ersten Strahlen das Wasser in ein glitzerndes Band verwandelten, beschloss Olli, den Fluss hinabzuschwimmen und die Welt zu entdecken. "Heute ist der perfekte Tag für ein Abenteuer", sagte Olli zu sich selbst und sprang fröhlich ins Wasser. Der Fluss führte Olli durch dichte Wälder, vorbei an grünen Wiesen und unter alten Brücken hindurch. Während er schwamm, begegnete er vielen Tieren, die entlang des Flusses lebten. Zuerst traf er auf eine Gruppe von Fröschen, die auf Seerosenblättern saßen und fröhlich quakten. "Hallo, Olli. Wohin des Weges?", rief einer der Frösche. "Ich erkunde den Fluss und möchte die Welt sehen", antwortete Olli begeistert. "Pass auf, Olli", warnte ein anderer Frosch. "Es gibt auch Gefahren im Fluss, aber du wirst viele wunderbare Dinge sehen." Olli bedankte sich für den Rat und schwamm weiter. Schon bald stieß er auf eine Kolonie von Bibern, die fleißig an einem Damm arbeiteten. "Guten Tag, Olli", sagte einer der Biber. "Was führt dich hierher?" "Ich bin auf einem Abenteuer und möchte die Schönheit des Flusses entdecken", erklärte Olli. "Der Fluss ist unsere Heimat", sagte der Biber. "Es ist wichtig, dass wir ihn sauber halten und schützen. Wir bauen diese Dämme, um den Wasserfluss zu regulieren und Überschwemmungen zu verhindern." Olli nickte verständnisvoll. "Danke, dass ihr euch um den Fluss kümmert", sagte er und setzte seine Reise fort. Weiter flussabwärts sah Olli etwas, das ihn traurig machte. Müll und Abfall trieben im Wasser und sammelten sich an den Ufern. Fische schwammen um Plastikflaschen und Tüten und Vögel kämpften darum, ihre Nester sauber zu halten. Olli wusste, dass er etwas tun musste. Er erinnerte sich an die Worte der Biber und begann, den Müll einzusammeln. Während er arbeitete, schlossen sich ihm andere Tiere an. Die Frösche halfen, indem sie kleine Müllteile aus dem Wasser schafften, die Biber zogen größere Gegenstände an Land und die Vögel sammelten den Müll von den Bäumen. "Gemeinsam können wir unseren Fluss wieder schön machen", sagte Olli ermutigend. "Lasst uns zusammenarbeiten." Nach vielen Stunden harter Arbeit war der Fluss wieder sauber. Die Tiere jubelten und dankten Olli für seine Initiative. "Du hast uns gezeigt, wie wichtig es ist, unsere Umwelt zu schützen", sagte der Anführer der Frösche. Olli lächelte stolz. "Wir müssen alle Verantwortung übernehmen, um die Schönheit der Natur zu bewahren", sagte er. "Nur so können wir sicherstellen, dass zukünftige Generationen auch diese wunderbare Welt genießen können." Auf seiner weiteren Reise traf Olli auf eine alte Schildkröte, die weise und erfahren war. "Du hast viel gelernt auf deiner Reise, junger Otter", sagte die Schildkröte mit einem Lächeln. "Die Natur ist kostbar und braucht unseren Schutz. Vergiss das nie." Olli nickte. "Ich werde es nie vergessen. Ich habe gesehen, wie schön und wie verletzlich unser Fluss ist." Schließlich kehrte Olli nach Hause zurück, erschöpft, aber glücklich. Er erzählte seiner Familie und seinen Freunden von seinem Abenteuer und den wichtigen Lektionen, die er gelernt hatte. Die anderen Otter hörten aufmerksam zu und beschlossen, auch ihren Teil zum Schutz des Flusses beizutragen. Von diesem Tag an arbeiteten die Tiere des Flusses zusammen, um ihre Heimat sauber und gesund zu halten. Sie erinnerten sich an Ollis Reise und die Bedeutung des Umweltschutzes. Der Fluss wurde zu einem noch schöneren und lebenswerteren Ort für alle seine Bewohner. Und so lebte Olli, der kleine Otter, glücklich weiter, stets bereit, die Schönheit der Natur zu bewahren und zu schützen. Er wusste, dass jeder, egal wie klein, einen Unterschied machen konnte, wenn man sich für die Umwelt einsetzte und zusammenarbeitete.